Hallo und herzlich willkommen da draußen und willkommen zu einer neuen Runde Leech of Legend. Wieder im Replay, Aram, und wir spielen zusammen mit Javan, Quinn, Lux und Geilo und meine Wenigkeit als Grace. Als Gegner haben wir Soraka, Master G, Kasadin, Rengar und Evelyn. Ja, der Start fällt für mich ganz gut aus. Nehme ich euch jetzt schon mal vorweg. Ich starte mit zwei Madurans Klinge, zwei Heiltränken und den Schüchen. Mir überlegt, dass ich Aram jetzt immer mit dem LOL Replay aufnehmen werde. Und ja, das ist für mich besser, kann ich besser zu quatschen. Die normalen 5 gegen 5, die werde ich dann so anfangen, wieder ganz normal. Da werdet ihr meine geistlichen Ergüsse ertragen müssen. Ja, das habe ich schon mal vorab aufgenommen gehabt. Umzug ist mittlerweile schon getan. Könnte sein, dass ich ein bisschen halle, weil noch nicht allzu viel in meinem Räumchen drin ist. Weil vorher lief es ja eigentlich relativ alles über die Wohnstube. Und da habe ich auch das erste Blut vergossen. Kasadin tötet Geilo, der dann natürlich ein bisschen hinterherhängt. Da habe ich auch das zweite Blut vergossen. Kümmere ich mich hier ein bisschen um die Minions, damit die nicht so viel Druck auf uns ausüben, zumindest nicht auf unseren Minions ausüben. Ja, mit zwei Kills, das lässt sich sehen. Wäre er da nicht geheilt worden hier oben, ne? Oder Rengar, dann wäre er gestorben. Dann wäre es ja doch der Kill gewesen. Ja, was habt ihr zu erwarten in der nächsten Zeit? Oh, da war der dritte Kill. Was habt ihr zu erwarten in der nächsten Zeit? Es wird auf jeden Fall wieder... Ich denke, es wird mehr Leech of Legend kommen. Definitiv. Auch 5 gegen 5 wird wieder ein bisschen, also das normale Heulen und Schlucht wieder öfters kommen. Habe ich mir vorgenommen, weil da habe ich ja eher euch vernachlässigt mit. Das heißt, zurzeit kommen ja meist nur noch Aram oder so eine Geschichten. Jetzt das eine Mal kam mit Mimi? Nemu, ach keine Ahnung. Dem kleinen Supporter, das 5 gegen 5 war ja jetzt nicht so dolle. Auch nicht so lang anzusehen. Da werde ich mich demnächst wieder ein bisschen intensiver mit beschäftigen müssen. Für euch. Hier suche ich kein Heil, sondern eher so für Mana. Und ich bemerke, es ist nichts da. Und Geilo muss feststellen, da ist auch nichts. Ich kann hier nicht mehr allzu viel machen. Die sind zwar alles schön runtergeprügelt, aber ich habe kein Mana. Ich kann nichts machen. Aber es wird mir nicht das letzte Mal passieren, dass ich zu wenig Mana habe. Anstatt Heilpad hätte ich mir lieber Mana-Pette mitnehmen sollen, aber naja, daran habe ich jetzt nicht wirklich gedacht. So, da glaube ich, Herrn, glaube ich, den Geilo erstmal den Heilungseffekt, um mein Mana wieder aufzufüllen. Und ansonsten ja, also Wohnung ist soweit fertig, alles eingelebt, kann man ja noch nicht davon reden, wenn man hier jetzt eine Woche, glaube ich. Ja genau, wir haben jetzt unser erstes richtiges Wochenende in der neuen Wohnung quasi im Häusle hinter uns. Und ja, da haue ich noch meine Heilung raus. Das Skill habe ich zweimal Q und einmal W. Das Q halt, um Schaden zu drücken. Das W, um den Leuten quasi so ein bisschen den Weg zu verschneiden und die Sicht zu nehmen, wer jetzt eigentlich genau um den herum steht. Ja, von Lux leider nicht gekrönt, die Ulti.
nur ein Minion getroffen, obwohl sie die ganze Reihe treffen wollte. Das ist natürlich eine absolut geile Idee, aber ja. Und da hat Geilo seinen ersten Kill gemacht. Insgesamt sieht es so ganz gut aus mit 8 zu 2. Der Kampf geht auch nicht so lange, muss man sagen. Da ist Jabba ein bisschen greedy und stirbt natürlich, weil er einfach alleine reinspringt. So nach dem Motto, was kostet die Welt? Da probiere ich den wieder dem Rengar ein bisschen in die Sicht zu nehmen, damit er nicht weiter auf Geilo rumhackt. Aber man merkt, jetzt kriegt er gleich zwei mit von Rengar und von, wie heißt sie? Na? Evelyn. Ah, so, alle Shams kenne ich nicht aus dem Kopf. Und jetzt geht's los. Jetzt fängt Master G an, ein bisschen durchzudrehen. Und ich finde, wir machen das ganz gut. Wir kiten ihn ein bisschen, ziehen ihn quasi in die Agro-Range des Turms rein. Um, dass er dann halt getötet wird. Von Quinn, von wem ist er eigentlich egal. Hauptsache er ist tot. Jetzt redet Jabba ein bisschen durch. Er hat mittlerweile schon 5-1-4. Ich liege bei 3-0-3. Quinn liegt auch ganz gut mit 2-1-9. Geilo mit 1-2-3 und ich mit 3-0-3. Sieht doch ganz gut aus. Da ist Jabba wieder ein bisschen zu greedy und fängt sich 3 Tower Hits ein. Weil er unbedingt auf, wenn ist jetzt gegangen, auf Kasalin, glaube ich, ist er gegangen. Und nee, Kasalin nicht. Ah, nicht mehr ersichtlich. Könnt ihr zurückspulen, ja, aber das wäre wieder so langwierig und uns würde er dann sagen, so, ja, jetzt zieht das Video bloß unnütz in die Länge. Ja. Ja, ich nutze wieder die Heilung von mir in die Gruppe rein. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, die Ulti, ich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht so unbedingt, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Warum ich da jetzt meine Ulti verbraten habe. Ich glaube einfach nur in der weisen Voraussicht, einfach alle runter nuken zu können, zu müssen. Und ja, wir haben es gut geschafft. Wir haben alle vier Mann runtergehauen und... hauen jetzt ordentlich mal in die Fugen. Jetzt kommt nämlich Master G ins Spiel. Und ihr werdet sehen, wir kriegen noch ordentlich Probleme mit dem Herrn. Zurzeit bin ich noch der Einzige, der von uns nicht gestorben ist. Ich probiere das mal so weit wie möglich herauszuzögern, so auf 4.000 Gold. Gefällt mir relativ ganz gut. Weil ich dann einfach die Möglichkeit habe, gleich irgendwas instant kaufen zu können, irgendwelche Gegenstände, maximal zwei Stück, glaube ich, damit 4.000, die für mich in dem Moment wichtig sind. Ich glaube, Master G ist noch nicht da, ne? Doch, jetzt da. Das ist eine geile Aktion. Ich ziehe ihn einfach nach hinten weg. Was soll er machen? Er kann sich gegen zwei, drei Shams, kann er sich nicht gegenheilen. Das funktioniert nicht. Und ich ziehe ihn einfach nach hinten. Ich ziehe ihn einfach nach hinten, damit meine Gruppenmitglieder ihn töten können. So, jetzt kaufe ich mir den Phantom Dancer. Und die Berserker-Schuhe. Gucken wir hier weiter nach oben, was hier so rum passiert. Jabba wieder sehr greedy und springt sogar bis vorne rein. Aber jetzt denke ich mal den Tod von Master Yi erleben. Ja, das war Master Yi. Mach eine Doppeltötung. Jetzt, pass auf, was ist jetzt passiert? Das ist so witzig. Dreifachtötung. Vierfachtötung. Und ich bin auch noch da. Und was mache ich? Ich ziehe ihn in den Tower rein. Boom, weg ist er. Ich ziehe ihn einfach in den Tower rein. Es gibt keinen Pender. Nicht mit mir. Und da war er halt wirklich zu hart drauf fixiert, wirklich den Pentakill machen zu müssen oder machen zu können. Und hat eigentlich nicht bemerkt, dass er vom Tower angeht. Er vielleicht hat er es bestimmt bemerkt, aber
Das ist bei Aram halt die geilste Aktion. Du kannst die Leute einfach in die Tower reinziehen. In den normalen Spielen funktioniert es nicht so, dass man nicht so greedy und schätzt den anderen eher ab und guckt und macht. Und hier ist es halt so, die springen wirklich rein und probieren halt Kills zu machen. So, gegnerische Mannschaft wieder komplett genau wie unsere. Das fand ich von Quinn immer sehr geil, dass er das gemacht hat mit ihrer Sicht, was ja quasi Ashe mit ihrem Eisfall hat. Macht Quinn halt einfach so. Und das ist nicht mal ein Teamkampf. Von uns sind fast alle tot. So, und ich ziehe ihn wieder zurück. Ich ziehe ihn wieder zurück. Was will er machen? Was will er machen? Boom. So, das leben aber noch zwei von uns. Ja, und somit ist er wieder da, wo er hingehört. Und zwar an seinem Startpunkt. Gut, ich muss jetzt zwar auch mein Leben lassen. Jetzt 7-2. Oben Javan ist mit 8-4 ganz gut dabei. Mit seinen Toten. Quinn mit 8-2 ist ganz okay. Wer jetzt nicht wirklich, wie soll man sagen, geehrt wurde quasi für seine Leistung, finde ich, ist hier ganz allein Lux, denn sie macht hier echt ein gutes Spiel, aber leider ist es halt nicht so, dass sie die wirklich die Kills bekommt oder so. Aber sie spielt ganz gut mit. Sie liegt bei 1-2 ganz gut im Rennen, 8-2 bei mir und 3-5 bei Geilo. Ja, so ein bisschen unsere Schwachstelle, aber mein Gott, das kompensieren wir ja, indem wir im Team spielen und wir auch als Team agieren. Muss auch sagen, hier wurde nicht geflamed. Ich glaube, einmal wurde gesagt, dass ich halt da einen Killstil gemacht hätte, da mich entschuldige, wenn ich jetzt. Es ist halt Aram, ne? Jeder probiert halt in irgendeiner Art und Weise, Gegner zu töten. Und das funktioniert halt nur, wenn alle draufkloppen, dann bekommt halt einer den Kill. Das ist halt so. Aber jetzt bin ich nachgetragen, er war nicht böse mit mir. Und von dem her ist okay. Als Ausrüstung habe ich zurzeit den Rekursivbogen, Angriffstempo, den Dolch, Angriffstempo, Phantom Dancer und immer noch eine Lorans Klinge und die Berserker Beinschmann. Jetzt kommt wieder so eine lustige Szene. Ich weiß nicht, warum ich da gewartet habe, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe überlegt reinzugehen. So, und da klaue ich ihm jetzt den Kill. Ich glaube, da hat er jetzt was geschrieben. Da war jetzt die Szene. War nicht so schön von mir. Er hatte ihn zwar in seiner Ulti drinne, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob er ihn wirklich tötet. Das wusste ich nicht. Ich glaube, jetzt schreibe ich was. Ja, man sieht hier leider den Gruppenchat nicht, sondern immer nur den Allgemeinchat. Ist vielleicht auch ganz gut so. Bei so manchen Leuten da rauskommt, ist manchmal nicht so feierlich. Ja, erstmal aufladen und wieder rein ins Geschehen. Ulti habe ich noch, jetzt ist er raus und ich habe kein. Das ist so krass. Ich habe meine Ulti gezündet und habe so gut wie keinen Schaden gemacht. Also ich habe eigentlich gar keinen Schaden gemacht. Aber Javan beendet Mr. G. Ich beende Rengar. Hier geht es mit 12-2 an zweiter Stelle. Quinn mit 13-4 an erster Stelle. Und dann kommt Java mit 11-5. Dann kommt Geilo mit 3-7 und Lux mit 1-3. Wie gesagt, ich fand das Teamspiel war hier ganz gut. Was heißt war gut? Es war herrlich gewesen, hat mir wirklich Spaß gemacht mit den Leuten hier zu spielen. Und so eine Gruppe wünsche ich mir nicht immer. Wir haben so ein bisschen kompensiert. Klar, Mr. Yi, der war zum Ende hin ganz schön überpowered. Der hat uns ja fast mit seiner Q fast instant getötet. Und ja, da liege ich mal wieder mit dem Gesicht im Dreck. Jetzt räumen sie uns ein bisschen auf. Lux liegt gut daran, eigentlich im Rückzug anzutreten. Zieht sie vor den Tower, hat Glück, dass da Quinn noch kommt. Die dann wiederum Massagier vertreibt, dass er nicht nochmal seine Kuh reinspammt.
gehe wieder nach oben, bis ich da bin. Wenn ihr Vorschläge, Wünsche oder sonst irgendwas habt, sagt es mich. Ich bin da eigentlich für alles offen. Und ja. Oder mal Wünsche habt, welchen Champ ich spielen soll. Ich hatte ja schon mal einen Wunsch gehabt. Konnte dem zeitlich aber irgendwie nicht nahe gehen, weil, wie gesagt, Umzugsstress und alles, das ist ja nicht alles alleine getan. Und von dem her werde ich das auf jeden Fall demnächst nachholen. Hier konzentriere ich mich eher darauf, den Inhibitor zu zerstören, weil was gebe ich dann noch die letzten Hansels an. So, alles war's. Wie gesagt, gutes Spiel, gute Teamarbeit, gutes Zusammenspiel, hat mir sehr gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.